Hallo Leute und herzlich willkommen zu Trainsim World 4. So, ich möchte euch heute mal zwei Lackierungen vorstellen und die auch fahren. Wir reden hier vom Trilex. In dem Fall habe ich zwei Repaints gefunden, die sind wohl optisch scheinbar wirklich gut geworden. Das eine ist von Dennis, das andere vom Cat Gaming. Ja, und wir fahren die Baureihe 642, den Zero. In dem Fall einmal als die DLB, also sprich, wie heißt die genau? Länderbahn, die Länderbahn GmbH. Es war früher die Vogtlandbahn. In dem Fall den 642 308 und dann den Trilex in Orange. Da muss ich ganz klar direkt wieder einen Punktabzug geben. Wäre cool gewesen, wenn man das wirklich auch irgendwie reinschreiben kann. Um welches Fahrzeug es sich handelt, weil auch bei dem RMV beispielsweise weiß ich nicht. Was ist das überhaupt? Von wem ist das Ding? Sonst was? Macht es wirklich so wie Cat Gaming? Das Ding ist einfach übersichtlicher. Wenn wir hier jetzt, ich nehme mal jetzt wirklich als Beispiel ein anderes Fahrzeug hier, die 185. Da haben wir dann zigtausend Lackierungen drin. Ihr seht das Problem. DB Cargo, Euro Cargo Rail, HGK. Hier von Cat Gaming wieder wunderbar erkennbar, was wir haben, ne? Und dann haben wir irgendwie einen Locomotion 662 oder Metrans, ja. Rack, Rokulagi. Okay, Railpool. Weiß man nicht. Deswegen schreibt irgendwie am besten wirklich die Loknummer komplett rein. Auch bei den Lackierungen. Hat den Vorteil, das Ganze ist nachher überschaubarer. Weil, wenn man nachher wirklich, ich sag mal, 100 Lackierungen zu einem Fahrzeug installiert hat, man findet nicht mehr die Sachen wieder und steht dann da und weiß nicht genau, was man machen möchte. Also, auch an dich, Dennis. Schade. Aber zumindest Trilex in Orange. In den holländischen Farben. Und wir haben wir noch den Trilex in den Farben der Vogtlandbahn. Also ist mittlerweile das veraltete Design, das nach und nach auch ersetzt werden wird. Wir setzen den mal hier hin. Zack. Und ja. Sollte kommen. Da ist er. Und hier haben wir dann mal eben das Ding in Orange hin. Wir können auch mal eben gucken, was sind das noch für Lackierungen. Aber eigentlich... Dann haben wir noch den in Orange, weil der macht jetzt zumindest im Creators Club echt einen guten Eindruck. Ich weiß auch nicht, wie wir das hier mit zusammenkuppeln. Da probieren wir jetzt gleich auch mal eben aus. Und da haben wir dann das neue Design, jeden Augenblick. So, da ist er zur Hälfte. Hey, Zug. Ah, okay. Ja. Also, wie gesagt, beide Dinger sehr schön geworden. Was auch direkt auffällt, wer hat es denn schöner hinbekommen? Hier haben wir den direkten Vergleich. Trilex. Trilex. So, Hauptunterschied ist, das Ding hier ist gebaut worden auf einer Konsole. Der am Computer. Und ansonsten, ja, wie man sieht, ganz klar, die Farben der Vogtlandbahn, wer sie noch kennt von früher, ja, Vogtlandbahn, muss man auch mal eben zu sagen, oder halt auch die Länderbahn GmbH, die ist für den Raum im Dreiländereck, ich sag mal Polen, Tschechien und Ostdeutschland tätig, und hat eigentlich so grenzüberschreitende Züge am Start. Also das heißt, im deutschen Raum fahren meines Wissens nach die Baureihe 642, beispielsweise der hier von Dresden aus bis nach Görlitz, so Pi mal Daumen, oder bis kurz vor die Grenze. Es gibt aber auch Züge, die fahren von da aus dann rüber nach Tschechien oder nach Polen. Genaueres dazu verlinke ich euch oben links im Video nachher im Abspann. Da habe ich nämlich ein schönes Video zu gefunden, da wird alles genauer erklärt. Ja, und jetzt gehen wir hier auf die Designs drauf. Also auch der Dennis hat darauf geachtet, dass hier die Länderbahn GmbH draufsteht. Ja, Trilex ist in dem Fall quasi nur das Verkaufslogo von denen. Entsteht beispielsweise, gab es auch früher mal den Alex, gerade bei Fernzügen. Und daraus ist das Trilex entstanden. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Interessantes Ding hier, der ist noch von der... Interessant ist auch, dass er hier bei DLB ist und der andere bei Trilex als solches. Aber gut.
Sammy 642-38 und hier den 311er. Muss ich sagen, beides sehr, sehr schöne Repaints. Gefällt mir echt gut. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber könnt ihr mal reinschauen. Schreibt auch mal in die Kommentare, wie ihr die Lackierungen findet. Und ich guck mal, ob wir die Sachen jetzt hier zusammengekoppelt kriegen, weil das sind auch so Sachen, habe ich noch nicht probiert. Ich krieg die Tür nicht auf. Was soll denn Blödsinn? Ich kann so reingehen, durch die Tür durch, aber ich krieg sie nicht auf. Auch hier über den Hebel nicht. Beziehungsweise das ist kein Hebel, das ist eine Steckdose. Na, gehen wir halt durch die Tür. Das ist auch so eine Sache. Sollte mal gefixt werden. Was natürlich jetzt auch blöd ist, dass hier immer noch der deutsche Bahnteppich drin liegt. Und die Sitze auch nicht in den in dem Design von der Länderbahn ist. Ne? Kann man natürlich jetzt nichts dran machen bei den Repaints. Wäre aber vielleicht auch eine coole Sache, wenn man wirklich die Innendesigns auch so ein bisschen verändern könnte. So als Überlegung oder Weiterentwicklung für die Entwickler von dem Spiel hier. Wäre doch mal cool, dass man, ich sag mal, wirklich vielleicht das Grunddesign hat, aber dann die blauen Sitze beispielsweise zu orange oder grün oder so färben kann und dann in der Mitte zwar immer noch das gleiche Muster drauf ist, aber zumindest die Farbgebung ein bisschen ändern. Von ein paar Sachen hier drin. In neueren Fahrzeugen. Das wäre auch noch so ein cooles Gimmick, würde ich mir wünschen. Wäre nicht schlecht. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, aber ich denke, das ist echt mal eine gute Idee, dass man vielleicht auch so ein bisschen am Innendesign was machen kann an den Fahrzeugen. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu dem Hobel. Ich probiere mal mein Glück. Theoretisch, rein hypothetisch, muss ich nur vorfahren, da müsste der automatisch ankuppeln. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Wir probieren das ganze Spiel mal ein. Wir machen mal einen Hauptschlüssel rein, die Bremse los. Und machen mal eben die Tür ist ja zugeblieben, weil wir durchgelaufen sind, ne? So. Also rein hypothetisch, sollte das automatisch funktionieren, wenn wir da vorfahren. Ja, mal gucken. Hat er gemacht. Wunderbar. Was mich jetzt mal so an absurden Sachen noch interessieren würde. Ich meine, es entspricht jetzt nicht dem, was wir machen wollten. Ah, die Tür geht jetzt sogar auf. Sehr schön. Also ganz easy zu kuppeln, die Fahrzeuge. Wir haben noch eine Scharfenbergkupplung, oder? Ja, haben sie. Kann man die in echt eigentlich mit irgendwelchen anderen Fahrzeugen kuppeln? Also, oh, tiefen Verband fahren. Weiß das jemand von euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich gucke da mal eben nach. Baureihe 642. Würde mich jetzt auch mal interessieren. Ah, Dieseltruppe. 2000. Ja, bla bla bla. Wo sie fahren, ist mir auch egal. Österreich. Fahrgastraum ist egal. Antrieb, Bremsen, Warnkasten, Aluminium, bla bla bla. Leistung ist mir jetzt auch wurscht. Bremsen, Kupplung. Einrichtung Scharfenberg. Kontakt. Die sollten ursprünglich Mehrfachtraktion mit dem Baureihen 640, 641, 43, 44, 46 und 48 ermöglichen, was sich jedoch mangels kompatibler Fahrzeugsoftware als nicht möglich erwies. Lediglich ein Abschleppen einer Baureihen ist möglich. Jedoch ist durch diese Kupplung ein automatisches An- und Abkuppeln eines zweiten Triebwagens derselben Baureihe möglich. Dadurch wird das sogenannte Flügeln die vereinigte Führung zweier Züge mit unterschiedlichen Lauffähigkeiten auf einer Teilstrecke betrieblich wesentlich erleichtert. Also untereinander sind die Dinger flügelbar, automatisiert, ansonsten kann man nur andere Fahrzeuge damit abschleppen. Gut, damit hat sich dann unsere Frage direkt überholt. Ja, was haben wir noch? Wir müssen mal eben hingucken, dass wir hinten dann das Rückfahrlicht anmachen, ne? Bei Mittelding müssen wir gleich noch den Schlüssel rausziehen. Wieso ist hier eigentlich alles an? Ja, wo war denn der?
nochmal aus und nochmal auf Hecklicht. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Es funktioniert nicht. Okay. Soll natürlich nicht so sein. Aber vielleicht, weil wir drüben noch den Schlüssel drin haben. Müssen wir mal schauen. Naja gut, ist halt wie bei VW Golf. Sorry, wenn ich das so ausdrücke, hat man da einen Anhänger dran gekoppelt. Die ganze Elektronik auch nicht mehr. Ja gut, aber ich habe auch noch den Schlüssel hier. Mal gucken, vielleicht ist das jetzt ja vorbei. Ich weiß es nicht. Wir probieren unser Glück jetzt mal aus. Ja. Ist auf jeden Fall ein schönes Fahrzeug, aber gut. Wenn wir den jetzt hier einmachen, kriege ich denn hier jetzt Licht auf den Hobel? Zugspitzensignal. Ja, ich habe das obere an. Ich will aber komplett. Das ging doch vorhin. Wieso geht das denn jetzt nicht mehr? Wieso kann ich das jetzt... Ich habe den gekuppelt. Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Warum funktioniert das nicht? Stell den mal auf... Oh, oh, jetzt hänge ich hier in der Tür drin. Auch gut. Den müssen wir erstmal auf 0 setzen, ne? Genau. Du stehst auch auf 0. Du bist abgerüstet, soweit. Den auch auf neutral. Ich setze dich mal auf aus. So. Jetzt geht das schon wieder los. Ich kann also durch die Tür durchlaufen, ne? Mit Taste E. Aber öffnen ist nicht drin. Ich finde das total cool. So, der ist auch aus. Dann setzen wir dich hier auch mal auf aus. Ah ne, der steht auf Fahren. Wieso stehst du eigentlich auf Fahren? Du. 0, 0. Ich habe das Fahrzeug noch nicht mal bewegt. 0-0. Müsste eigentlich richtig sein. Ich kann ihn auch nicht rausziehen, aber ist auch egal. Hat der auch noch einen Antrieb drin? Ne, der steht auf neutral. Keine Ahnung. Jedenfalls fahren wir jetzt hier halt ohne Licht. Aber wir wollen fahren, nachdem wir da mal eben über die Gleise sprinten und den Erste-Hilfe-Koffer hier aufhängen. Zack. Hat keiner gesehen. Der rennt. Das ist auch so eine Sache. Würde ich auch gerne wieder abstellen können, dass der immer durchgehend rennt. Ich möchte nur rennen, wenn ich möchte, dass ich renne. Und nicht immer. Ja. Nun ja, gut. Also mit der Beleuchtung ist wirklich so eine Sache. Aber gut. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall in dem Hobel. Die Lackierung gefällt mir gut. Hier kann ich die Tür raufmachen, weil das Fahrzeug jetzt andersrum steht und auf der Seite nicht. Aha. So. Setzen wir uns hier mal hin. Ich weiß es nicht. Hat er den Wagen gekuppelt? Elektrisch gekuppelt. Teilzug 1, Teilzug 2. Hat er sogar gefressen. Das ist sehr schön. Aktuelle... Achso, ich muss das noch. Aktuelle Konfiguration bestätigen. Nochmal bestätigen. Hat er jetzt gefuttert? Naja, hat er nicht. Grundbild. Erst Haltestellen. Dynamische Bremse, Grundbild. Müsste er eigentlich gefuttert haben, ne? Warum hat nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. Naja, gut. Wir machen uns jetzt mal auf... dem Ding eine Route setzen. Wir wollen ja grob Richtung... Ich weiß gar nicht, wo fährt das Ding denn hin? Also weit kommen wir eh nicht.
So, wo fahren die denn hin? Die fahren. Naja, das ist wieder der. Falsche Seite. Das sieht richtig aus. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren von Dresden aus nach Bischofswerda über Bautzen, Löbau nach Görlitz. Manche fahren weiter bis nach Skroselek oder sowas. Keine Ahnung. Ansonsten gibt es noch nach Zittau. Wieder nach Görlitz, Zittau, Rumburg, Ceska, Lipa, Mlada, Boleslava. Keine Ahnung. Wikipedia ist sehr freundlich. Naja, gut, also wir fahren auf jeden Fall den RE2, würde ich sagen. Das heißt, mit Zwischenstopp in Dresden-Neustadt. Und dann geht das Ganze hier Richtung Flughafen weiter. Ja. Wie gesagt, ich schmeiß euch dann nachher ein Video rein. Und mal gucken. Also, wir haben sogar eine langsame Ausfahrt. Das heißt, machen wir beides verriegeln. Theoretisch müsste der vorne und hinten zumachen. Das sieht gut aus. Wie gesagt, dass wir jetzt hier kein Licht haben. Keine Ahnung. So genau kriege ich mich mit dem Fahrzeug leider nicht aus. Ich weiß auch nicht, wofür dieser Hilfsschalter da ist. Ich mache den mal an. Führerstandsbeleuchtung, ja. Instrumentenbeleuchtung an. Leuchtmelder gehen alle, wie man sieht. Magnetbremse kann aus, Sandstreuer, sehr schön. Fernlicht, macht aber auch keinen Unterschied, ne? Ne. Interessant, also Fernlicht haben wir an. Signallicht. Naja gut, jetzt haben wir zumindest irgendwie ein Dreieck-Spitzensignal zusammengebastelt. So. So. Nächster Halt ist in dem Fall Dresden-Neustadt. Ja. Und damit herzlich willkommen beim Prilex auf dem Weg nach Görlitz über Dresden-Neustadt. Und weiß nicht, was noch so kommt. Ihr kriegt das schon hin, Leute. So. Aber, ja. Das ist auf jeden Fall der Hobel. Deswegen auch ein relativ kurzes Video heute. Aber passt schon. Wir dürfen ausfahren. Jetzt hier mit Tempo 50. Wie gesagt, Link zu den beiden Lackierungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der kam hier heute. Schade ist natürlich, dass wir jetzt hier auch wirklich in den Schatten reinfahren, aber das passt schon. Also da muss ich sagen, schöne Lackierung geworden vom Dennis. Und auch ganz klar vom Cat Gaming. Also Detailverliebtheit ist bei beiden wirklich gut geworden. Gefällt mir gut. Also jetzt sind wir zu schnell geworden. Das war dann mein Fehler. Beziehungsweise, das war der rote Magnet und der hat uns gerade den Popo gerettet. Wir haben hier nämlich einen Halt. Sehr gut. Also, Zugsicherung, die funktioniert. Danke. Ja. Wie auch immer. Wir können mal gucken, was sagt das Stellwerk. Auf Signalwechsel warten. Ja, dann warten wir mal.
gut. Also wir haben eine Zugüberholung von rechts gleich irgendwann. Ich bin auch mal gespannt, was da kommt, wann es kommt, wie es kommt und wo es kommt. Es ist was Großes. Es ist was Größeres. Ja. Und wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Wenn ja, gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Jetzt ist wirklich die Frage. Mach mal Fenster auf und guck mal raus. Bis jetzt sieht man noch nichts. Guck mal, so hier oben der Dampf, ne? Haben sie schon schön gemacht. Was kommt denn da hinten? Intercity. In der Baureihe 101. Ja gut, dass wir dann warten müssen, ist ja klar. Schön, wie sich das hier im Fenster spiegelt, ne? Okay, jetzt nicht mehr. So, können wir das Fenster mal zumachen hier. Jetzt sag mir nicht, du musst auch noch warten. Weil irgendwie wird der auch langsamer. Habe ich denn einen Bock, aber... wer weiß. Hat uns echt der rote Magnet jetzt 500 Hertz Magnet gerade gerettet. Interessant. Und ja, ich wäre drüber gefahren. Garantiert, weil ich war ja mitten in der Vorstellung dran von dem Ding oder von den beiden Fahrzeugen. Naja, so. Jetzt müssen wir, wo müssen wir überhaupt hin? Da ist irgendwo auf Fahrt geschaltet. Ich glaube, wir dürfen. Ja, wir dürfen. Man sieht auch schlecht, also er ist an. Jetzt ist er nicht mehr an. Also. Interessant ist, dass er jetzt den gelben gar nicht mehr anzeigt. Naja, gut. Eigentlich hätte der Feier noch eine langsame Fahrt. Deswegen. Aber ist okay. Passt schon. Nächster Halt: Dresden Neustadt. So wie es jetzt am Lenken ist, hat es hier früher nie geleckt. Ah ja, gut. Und immer die Leute, die bei Hornbach arbeiten, ne? Das sagst du, ein guter Kumpel von mir, der. Was die quasi gleichen Jacken haben. Ja, da hinten fährt. Ja, wer kommt denn da? Ein Güterzug. Boah, ist aber echt performance-lastig hier die Ecke, ne? Bestimmt ungefähr von 80 und wir haben jetzt knapp 80 drauf. Wie weit ist das denn noch? Naja, gut.
Ja, Dresden-Neustadt müssen wir mit auch reinkommen. Wir sind jetzt aktuell auf der Elbbrücke. Und wie man sieht, hier ist auch schön viel Verkehr. Und das nächste Problem ist bei dem Fahrzeug, das habe ich ja schon mal erwähnt, man tippt hier einfach nur eben drauf und zack. Haut man hier direkt die Hälfte an Kraft rein, nur für die Bremse. Man macht also quasi immer ungewollt oder gewollt, kann man auch sehen, wie man möchte, eine Notbremsung. So. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Muss jetzt der Intercity echt auf uns warten? Glaube ja. So. Wunderbar, Türen entriegeln. Und auch hier wieder leicht am Lenken der ganze Kram, wie man sieht. Ja. Ist halt leider so, wie es ist, ne? Macht man nix. Achso, genau. Wir müssen hier natürlich noch Zugzielanzeige ändern, ne? Nicht einsteigen ist verkehrt. Dresden ist auch falsch. Mal gucken. Müsste ja geben. Wir fahren ja nach Görlitz, ne? Dresden, Dresden, Mitte, Dresden, Neustadt, Pietschen, Radebeul, Radebeul, Goswig, Niederau, Nünchritz, Glaubitz, Riesa, Mai, Rödau, Meißen, Matschander, Pirna, Schönau, Dresden, Flughafen, Elsterwerder, Lichtaufenwicht, Cottbus, Leipzig, Warnemünde, Köln, Hannover, Rostock, Mai, Frankfurt, Mai, nicht einsteigen. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Das ist jetzt wirklich ein bisschen blöd. Dass ausgerechnet die Stellen, wo man hinfahren möchte von der Richtung her, nicht drin sind. Schöner Dresden Flughafen. Dann machen wir mal Elsterwerda. Das liegt in die Richtung, glaube ich. Muss ich noch irgendwie bestätigen, glaube ich, ne? Zugziel bestätigen. Ey! Wo ist es denn? Frankfurt Main? Nein. Warnemünde, nein, da. So, was haben wir noch? Zugziel bestätigen, Zugziel löschen. Aber wo ist es denn? So. Nein, macht er nicht. So. Ich kriege es nicht geändert. Das ist auch so eine Sache. Wie kann ich das jetzt hier... Automatisches Ziel. Nein. Wollen wir jetzt was draufdrücken? Warnemünde, Leipzig, Cottbus. Ne, macht er nicht. Was soll denn der Müll? Klappt halt hervorragend. Ich kann es nicht ändern. Warum auch immer. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ich kriege es echt nicht geändert. Ne, keine Chance. Nun ja, wie auch immer, Fahrgäste sind drin. Der Intercity ist anscheinend auch inzwischen ausgefahren. Geht es jetzt hier auf die letzten Meter, bis wir dann den Rand der Strecke erreichen.
könnten wir auch mal schauen. So, und wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Wenn wir hier noch durch das schöne Dresden cruisen. Jetzt drängeln wir uns sogar noch vor die S-Bahn vor. Weil ich jetzt zum Flughafen fährt. Das Problem ist natürlich auch, ich kann jetzt hier nicht mit dem Trick umgehen, dass wir weiterfahren. Haben die leider rausgenommen. Deswegen ist gleich unsere Reise auch irgendwo hier zu Ende. Okay, Kilometerbegrenzung 101. Dreimal hingeschrieben, ich weiß zwar nicht warum. So, dann haben wir hier nochmal einen Halt. Wenn ich das richtig habe, indem wir einfach durchfahren. Hier fehlt aber auch der Bahnsteig. Da müssten wir jeden Augenblick. Am Ende der Streckenkarte auskommen. Kriegen schon einen Halt erwarten. Und damit ist das Thema durch. Zum freien Spiel zurückkehren. Kann er das jetzt? Nein, schmeißt uns hier raus. Ja, ist unser Zug eigentlich noch am Start? Ja, er rollt noch weiter rein. Wird wohl gleich stehen bleiben. Kann ich mich da eigentlich hinteleportieren? Wir haben noch einen Godmode, ne? Umgebungskonsolen, Extras. Gleisbomben-Ribbons, nein, Digitallackierung zum Player-Start teleportieren. Marco, was passiert jetzt? Dresden Hauptbahnhof. Ich weiß gar nicht, wie dieser Bahnhof da heißt. Also ich kann mich zu jedem der diversen... Warte mal, wir probieren einfach mal gucken. Kursweg. Okay, das ist natürlich bitter. Mal gucken. Habe ich mich noch nie mit befasst. Vielleicht lernen wir jetzt zufällig doch hinter dieser unsichtbaren Grenze und können dann noch uns irgendwie bis... Wo stehen wir denn jetzt? Ja, was geht jetzt schief? Schön hier. So, das klappt auch nicht so, wie es soll. Es wird immer schneller. Mein PC wird auch lauter. Also, das sollte man vielleicht lassen mit dem Teleportieren hier drüber. Naja, gut. Wie auch immer. Ich würde sagen... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Gucken uns noch eben die beiden anderen Lackierungen an. Komm, das machen wir eben ganz schnell, aber auch nur im Eilflug. Ich weiß auch nicht, von wem die jetzt waren. Die eine ist von Offencat Gaming. Die vierte, die ich da installiert habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Steht ja nicht drin. So, also nochmal Strecke auswählen. Ist ja egal wo. Dresdner Bahnhof, wunderbar. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt einen ganzen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Link zu den Lackierungen, die ich noch wiederfinden soll, wenn ich sie wiederfinde, findet ihr unten alle in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten, was haben wir noch so zu erzählen? Weiß ich jetzt nicht. Also wir hatten jetzt noch, ich sagte ja, sechs... machen wir noch eben hier Fahrzeuge
installieren, Lackierung. Dann haben wir einmal den RMV. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, von wem dieses Fahrzeug ist. Und wer es gemacht hat, kann ich so nichts zu sagen. Es sollte jeden Augenblick laden. Und wir haben noch 642 Lackierung. Den anderen von dem lieben Cat Gaming. Und das Ding ist, glaube ich, auch vom Dennis. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß es gerade echt nicht, wer den hier gebaut hat. Und der andere lädt auch noch, genauso wie der hintere Teil hier von dem Zug. Ich glaube, das Fahrzeug war vom Dennis. Fakt ist auf jeden Fall, hier ist ein Fehler in der Linie drin. Die ist nicht gerade durchgehend, so wie es sein muss, sondern hier ist so ein kleiner Knick drin. Ja, erinnert mich so an so ein gewisses Auto von einem guten Kumpel von mir. Er hatte da Fahrt vom Hersteller aus in der C-Leiste auch so Knicke drin. Und dann kam hier unten in der Mitte die Grundierung raus und dann auf der Fahrplatte alles auch so wellenförmig. Also es, ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar realistisch möglich. Aber ich kann es mir nicht vorstellen bei dem Fahrzeug, das ist nämlich ein deutsches. Aber es soll durchaus vorkommen, dass dann manche Hersteller auch sicherlich bei der Lackierung ein bisschen schlampen und sowas hinkriegen. Deswegen, ja, geht schöner, geht aber auch schlechter. Ich glaube, das Fahrzeug war auf dem Dennis. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Dann haben wir hier noch, das war der 603 und hier haben wir 1945. Keine Ahnung. Westfrankenbahn. Auch vom lieben Cat Gaming. Das hintere Fahrzeug, ja, ist okay. Der vordere ist das interessante. Da hat er wieder einen rausgehauen. Wir verbinden Hessen und Bayern. Die Bembel am Karlgrund. Ja, Karlgrundbahn. Auch sehr schön. Interessant ist auch, dass hier jetzt dann die hintere Ziffer ohne, in dem Fall ohne Bindestrich steht. Wobei der Bindestrich wird wahrscheinlich da sein. Ist wahrscheinlich nur ein Fehler von meiner Grafikkarte. Wie ihr hier unten seht, macht ihr ja gerne mal, ne? Dass dann auch so ein paar Embleme verkehrt dargestellt werden. Ja. Aber allgemein eine sehr schöne Lackierung auch. Sehr gut geworden hier. So meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr es so empfindet, ne? Dieses Fahrzeug fährt im Übrigen auch in den, im Raum Frankfurt rum. Nach Bayern. In der Nähe der Niddertalbahn, um genau zu sagen. Aber ja, da gibt es eigentlich auch nichts zu erwähnen. Und früher war es, man wird sich nicht, man braucht sich nicht wundern, hier heimisch, in Dresden. Als Städtebahn, da ist genau dieser Triebwagen auch hier erst umgekurvt und dann verkauft worden an, ja, hier steht DB noch drauf. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Auf jeden Fall ist es da unten jetzt in dem Streckenbereich tätig und ja, vielleicht ist es auch nur geleast, so genau habe ich das nicht raus. Ist auf jeden Fall auch auf der Westfrankenbahn unterwegs, ja. Kommt aber ursprünglich ebenfalls von hier. So, und das ist natürlich dann der Regio-DB-Zug. Ich meine, der wäre von Dennis. Bin mir aber nicht sicher. So, und jetzt mit diesem Ausblick verabschiede ich mich von euch und sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Bauersein. Und wie gesagt, oben links landet ihr dann bei einem kleinen Video zur Vogtlandbahn bzw. zum Trilex. Tschüss.